Liebe Spender und Spenderinnen, hier seht ihr, wie auf einfachsten die Menschen hier leben. In diesem Bereich leben mehrere Familien, die teilen sich einen Hof, die haben kein laufendes Wasser und genau vor diesem Haus bauen wir einen Brunnen. Drumherum sind sehr viele ähnliche Häuser. Das hier befindet sich in einem Dorf, wo mehrere hundert Menschen leben. Und mehrere hundert Menschen können von diesem Wasser profitieren. Und die leben auf einfachsten. Ihr seht, wie dessen Küche aussieht. Mitten im Hof, bisschen Holz zusammengetan. Auf diesen Holz kommt Topf und darauf wird gekocht. So Leute, hier baut jemand aus normale, schau dir das mal an, aus normale Plastikreifen ist das glaube ich, Reifen, ich weiß nicht, Reifengummi, baut er sich hier eine Tasche zusammen, er näht das hier unten zusammen, seht ihr, er näht das, machen wir sein Radio aus kurz, so. Der näht das hier unten zusammen, dann faltet ihr das um komplett. Seht ihr, das wird eine Tasche. Und dann kommen hier noch Drähte, die sie auf der Straße oder so finden. Dann entsteht eine Tasche. Tut man seine Sachen rein. Und das ist ein Job, respektvoll, dass man auf diese Idee kommt. Und sowas halt umsetzt. Mashallah. Very good. Very, very good. Wie man hier sehen kann, leben die Menschen ganz einfach. Das heißt, die gehen zur Schule, die Kinder. Hinterher arbeiten die, indem die ihre Eltern helfen. Knüpfen hier Teppich mit der Hand, was sie wiederum verkaufen, wovon die wiederum Lebensmittel kaufen können. Also hier ist die Zeit stehen geblieben. Zurzeit ist das so, dass diese Moschee dieses Regenwasser hier nutzt. Kommt bitte mit. Das Regenwasser hier reinkommt und das, was sich sammelt, damit machen die Gebetswaschung etc. Und das werden wir ändern, indem wir hier diese Brunnen hinbauen. Genau hier. Da kommt der Brunnen und nach Plan ist, dass hier die Becken, die Wasser hinkommen. Und wie gesagt, mehrere hundert Menschen können davon profitieren. Und das Schöne ist dran, hier ist eine Kirche und hier ist eine Moschee. So was habe ich auch noch nie gesehen. Sehr, sehr selten. Von diesem Wasser werden sehr viele verschiedene Menschen davon Nutzen haben und das auf Jahre. Mit der Hand wird gebuddelt, mit der Hand wird ca. 7 bis 10 Meter gebuddelt, bis man am Wasser kommt. Dieser Brunnen hat eine Besonderheit. Jeder Brunnen hat eine Besonderheit. Hier ist ein Brunnen, ist seit 3 Jahren kaputt.
Das ist hier Mango. Seit heute Morgen habe ich 10 Bananen gegessen. Wir haben kein Messer dabei. Und Bananen und Wasser ist unsere Ernährung unterwegs. Alles andere kann man nicht richtig essen, weil man fährt heiß. Die Kinder, die zugucken, kann nicht, wo die essen. Dementsprechend ist also unsere Ernährung so unterwegs. Und es sieht sich gerade lecker aus, aber schmeckt lecker. Staub im Auto. Richtig staubig ist das Auto. Man atmet und man riecht den Staub richtig. Förmlich. Wie das hinten aussieht. Das ist Staub, ja. Wie ihr sehen könnt, tragen diese Kinder Wasser auf den Kopf, in Eimer, aufgefüllt. Die laufen teilweise 20, 30 Minuten, tragen Wasser in Eimer, also tun die da rein und tragen das auf den Kopf und bringen das zurück und lagern das, wie ihr das sehen könnt, in Eimern etc., in große Eimern und ja, lagern das, dass sie das halt die nächsten Tagen nutzen können. Und genau da bauen wir einen Brunnen. Hier sind auch ca. 50, 60 Menschen, die in diesem Bereich leben. Außerhalb sind wiederum auch mehrere hundert Menschen, die von diesem Wasser ein Geschenk Gottes nutzen haben können. Also an derselben Stelle, wo gar nichts war, ist jetzt euer Brunnen entstanden. Jeder Mensch sollte auf diesem Planeten Zugang zu Wasser haben. Jeder Mensch hat das Recht auf sauberes Wasser. Und dieses Recht, dieses Zugang müssen wir ermöglichen. So Leute, wie ihr seht, ist das ein Wirbelsturm. Wir gehen mal ein bisschen näher, damit wir näher filmen können. Afrika-Wirbelsturm. Das haben wir auch mal gesehen, wie das ist, mitten in einem Wirbelsturm zu stehen. Unser ganzes Leben besteht aus Wirbelsturm. Die ganzen Reisen sind dermaßen wie Wirbelstürme. Aber jetzt haben wir es mal live gesehen. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, der Wirbelsturm. Der wird doller, der wird ruhiger wieder. So, liebe Spender und Spenderinnen, wir sind ein Teil von unseren Waisenkindern, die wir in unser Waisenhaus reinbringen. Ein Teil von ihnen sind das.
Da sind Vollweisen. Salam alaikum. Die haben mich noch nie gesehen. Ich bin gerade hier angekommen zum ersten Mal. Und wir sind noch keine Freunde. Die wissen auch, dass sie ab morgen bzw. ab den nächsten Tagen, morgen werden wir den Waisenhaus eröffnen. Die wissen noch, dass sie in den Waisenhaus reinkommen und dementsprechend so ein komisches Gefühl, wenn ich mir vorstellen könnte, ich habe keine Mutter, keinen Vater und ich bin beim Verwandten untergebracht und ich komme in eine, sage ich mal, ein Waisenhaus rein. Das ist so ein komisches Gefühl als Kind. Was kommt Neues auf mich zu? Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Noch lachen nicht, aber wartet später. Die kriege ich noch zum Lachen. Wir fahren gerade für unsere Waisenhaus einzukaufen. Und zwar werden wir Tafel aussuchen und andere Schreibwaren. Und das, was unsere Waisenkinder demnächst in unser Waisenhaus benötigen. So, wir suchen jetzt Tafeln für die Kinder aus. Teilweise Spielzeuge, natürlich muss das auch vom Alter her passen, dass für unsere Waisenhaus auf unsere Gelände eine Art Spielplatz ist, dass die Kinder spielen, aber auch gleichzeitig Sport machen können. Und diese Sachen werden wir heute und morgen aussuchen. Tafel, damit fangen wir an. Diese Waisenhaus war vorher eine absolute Ruine. Wir haben das Haus ausgesucht, mit dem Vermieter gesprochen. Diese Waisenhaus wird komplett neu renoviert. Kinder schlafen zum ersten Mal ihre Leben teilweise auf einem Bett, wo die vorher auf dem Boden geschlafen haben. Das muss man sich nur vorstellen. Und dank eurer Spenden können diese Kinder eine Zukunft haben. Und unsere Hoffnung und unsere Ziele müssen sein, dass wir das erweitern können. Es gibt genügend Waisenkinder, die unsere Unterstützung brauchen. So, liebe Spender und Spenderinnen, aufgrund von einem riesen Dorffest, wo wir selber die letzten Tage darunter leiden müssen, es sind viele Straßen gesperrt, können einige Waisenkinder, ca. 17 Waisenkinder, nicht in dieser Uhrzeit hier sein, die werden es nachkommen. Wir öffnen diese Waisenhaus, wie besprochen, schon mit diese Waisenkinder. Und in den nächsten Wochen wird diese Waisenhaus hier komplett gelebt werden. Es hat einen Teil davon, die Daueraufträge machen für diese Waisenkinder. Und unsere Waisenkinderprojekt hier in Ghana unterstützen. Wie ihr wisst, haben wir auch ein Waisenkinderprojekt in Jemen. Wir haben auch ein Waisenkinderprojekt in Mogadischu und Somalia. Wir eröffnen dieses Waisenhaus mit eurer Nestle aus dem Koran. Ein Fatih hat die Eröffnung. Thank you.
liked uns, abonniert uns, erzählt von uns. Gemeinsam können wir vielen Menschen helfen.